Hallo, Andy. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg nach Thomas Philips. Am Wochenende haben wir nämlich die Werbung gesehen, oder ich eher gesagt. Ne? Und da ich so in Weihnachtsstimmung bin dieses Jahr, gehen wir jetzt Weihnachtssachen shoppen. Wir nehmen euch mit und danach zeige ich euch alles ins Detail, was wir so gekauft haben. Im Detail, nicht ins Detail. Ins Detail. Ihr versteht mich. Die verstehen das. Jetzt nur ein Wein. Ja, für die Menschen. Ja, kannst du auch. Die sind ja auch einzeln verpackt, die Zuckerstangen. Ja. Wie viele möchtest du haben? Wie sind da drin? 12. Ja, nimm mal 10 mit. 2. 4. Dann lass mich das dann mal. Wo bin ich gut mit deinem Bauch? Ich bin doch gar nicht gebückt. Ich war in der Hocke. Ich bin hier bei... Nein, ich bin nicht hingefallen. Ich bin hier bei den, guck mal, diese Schubladenknäufe für oben, für unsere, die ich abgeschliffen habe. Ja. Weil normalerweise kostet einer 4-5 Euro. Ja, ich weiß, ich suche ja gerade raus. 100 Stück. Nein, nicht 100. Aber wir trinken noch gar keinen Glühwein, oder? Möchtest du welche haben? Nein. Ich noch ein paar Hast du Hunger? Hast du Hunger? Nein, gut. Ich weiß. Brauchst du noch Kugeln? Ich brauch keine. Aber die sind echt Glas, ne? Ich sehe sonst immer nur Plastik. Wahnsinn. Und geblasen. Gibst du mal so Weihnachtsbläser, du? Du nicht das, was du jetzt da denkst. Was wolltest du mit dem 5-Set? Ja, das suche ich mit Zuckerstangen, das Set. Überhaupt, guck mal hier. Smurfy-Kugeln. Kein Smurfy. Kein Smurfy. Schade. Ah, hier sind die Törtchen, die ich wollte. Ja, hau rein. Fürs Fenster. Und alles. Guck mal, die haben sogar hier Wassermelone. Das passt doch zu uns. Leider keine Avocado. Na, ich habe die alle gesammelt, die Mehrfachsteckdosen, in einer Schublade im Wohnzimmer. Wir sind schon ein bisschen eskaliert hier. Aber da habe ich viel zu haulen. Das ist auch 12 wie bei den Holzfingern. Echt, so viele? Ja, ein bisschen kleiner, ne? Ja, aber die sind ja auch gut. Na, die werden ja auch lange glühen. Das stimmt. Das ist ganz schwierig zu filmen, weil hier richtig voll ist. So Action können wir uns knicken. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Schaffen wir nicht? Nee, ich muss ja in Ruhe, wenn da nicht so... Aber wenn wir eine halbe Stunde da durch... Erstmal gucken an der Kasse, es ist voll. Hätte ich nicht gedacht, weil ja Mittagszeit ist, dass so voll ist. Und das, was wir haben wollten, diese Holzbriketts, die sind schon ausverkauft. Deswegen nehmen wir jetzt die Kohlebriketts mit für unseren Kamin. Ja, habe ich auch gesehen, das was aussieht wie Kaninchenfutter. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Das kann ich zum Anmachen, ne? Zum Anmachen? Ach so. Anstatt dieses Zündelholz, was wir immer nehmen. Testen, das bleibt wenn ja so gut. Ja. Aber andererseits würde ich lieber richtiges Holz nehmen. Nee, die Kiste, die fallen mir so durch. Ja. Oder? Warum meinst du immer mal testen? Ich habe keine Ahnung. Herr Etti kriegt ganz viel Holz und Kohle.
in den Wiegeldarm kann er das nämlich zu Diamanten pressen. Das wäre schön, ne? Haben wir jetzt wie viel? 100 Kilo diese Holzbriketts, ja, ne? 22 Euro. Wie lange heizen wir damit? Eine Woche, das glaube ich nicht. Je nachdem, wie viel du reinschmeißt davon. 3-4 Stück am Tag. 7, je nach Kälte. Aber einen Monat kommen wir damit bestimmt hin. Für 22 Euro. Und wir heizen das ganze Haus damit. Ja, ne, Etty ist ganz excited. Du hast auch was, Etty. Etty kriegt den. Oh, da guckt er schon. Ja, ich zeige euch schon mal hier die Süßigkeiten. Davon sind 8 Pakete und hier so Lutscher und das alles für Kunden. Das nehme ich aber nicht mit nach Hause, deswegen kann ich euch das im Hall nicht zeigen. Wir backen normalerweise immer Spritzgebäck für unsere Kunden, aber das ist ja dieses Jahr nicht möglich. Wegen Corona. Der nächste Tag ist angebrochen und ich wollte euch eben unseren Thomas Philips Hall präsentieren, was wir alles so gekauft haben. Es ist, wie gesagt, hauptsächlich Weihnachtszeug. Ich bin etwas eskaliert und es ist noch nicht alles. Bernd muss noch mal los, denn ich habe auch was zum Testen geholt. Und zwar diese Lichterkette hier. Ich habe halt extra darauf geachtet, dass sie hell ist, also nicht so ein dunkles Kabel hat und so. Die wollte ich gerne hier fürs Küchenfenster haben. Die habe ich zweimal geholt. Ich zeige euch mal eben, wie die aussieht. Die hat halt so 20 LEDs. Und ich finde, die leuchtet super schön. Wir hatten auch diese Saugnäpfe dazu geholt. Und ich habe jetzt für ein Fenster 2 Stück geholt. Ich habe extra eine getestet, weil morgen geht Bernd nochmal in den Thomas Philips und holt nochmal 2. Und zwar für dieses Esszimmerfenster. Wir haben nämlich oben über den Fenstern Steckdosen. Und das ist super praktisch, weil ich habe auch so LED-Lampen mit Batterie betrieben. Aber das ist sehr nervig, wenn man die Batterien immer wechseln muss. Deswegen habe ich die mit Stecker extra genommen. Wollte ich sehr gerne, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt noch von früher. Ich hatte das früher jedes Jahr zu Weihnachten und mir hat das immer so Spaß gemacht, das zu sprühen. Und heute als Mama weiß ich, dass es doof ist, es sauber zu machen. Aber ich weiß, Calvino wird da voll Spaß dran haben und schön finde ich die auch, wenn die am Fenster sind. Und ihr seht das, glaube ich, an dem Fenster da. Wir haben so, die sind so unterteilt, so wie so Sprossen im Fenster. Das hat meine Mama früher extra immer mit Isolierband gemacht, geklebt. Und ich habe die jetzt so drin, diese Sprossen. Und dann halt in jede Sprosse, also so wie es hier ist auf diesem Fenster, diese Sprossen haben wir auch. Und ja, in jedes machen wir ein so ein Bildchen rein und sprühen uns schön Schnee da drauf und dann schön die Beleuchtung da drum. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe aber auch noch andere Sachen geholt fürs Küchenfenster, weil ich dachte, ich habe mich drüber nachgedacht, dass ja mit diesem Sprühschnee und mit den Lampen schon alles voll ist. Deswegen habe ich noch mehr fürs Fenster geholt. Und zwar diese Pilze. Die sind zum Hängen und die sind sogar aus Echtglas. Total doof, also halt mit Hund und Kind, was noch unterwegs ist, hole ich echt Glasschmuck. Der ist auch hier, das sind auch Pilze, auch echt Glas, aber die sind halt so zum Klippen am Weihnachtsbaum oder so. Ach, und dann diese hier, die fand ich so süß. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Dieses Jahr, habe ich euch ja erzählt, total in Weihnachtsstimmung und ich konnte nicht widerstehen. Und weil die hier keine Haken dran haben, und sowieso Haken braucht man immer, und ich habe sie noch nie gesehen, außer in England. Da hatte ich mir damals mehrere Pakete gekauft, aber ich bin jetzt schon 10 Jahre wieder in Deutschland und so langsam gehen die auch zu Neige, gab es gestern diese Haken. Da habe ich extra 2 Tüten von mitgenommen schon mal. Und Bernd bringt bestimmt auch noch welche mit. Genauso wie Tanne. Die hatten bei Thomas Philips Nordmann-Tanne im Angebot. Und ich wollte eigentlich Nordmann-Tanne haben, weil ich jedes Jahr unseren Adventskranz selber mache. Den zeige ich euch auch. Sonntag werde ich schmücken hier weihnachtlich mit Calvino und Bernd zusammen.
Und dann nehmen wir euch natürlich mit in einem Vlog und dann zeige ich euch den Adventskranz, den ich jedes Jahr wieder mache. Ich brauche nur halt jedes Jahr frisch Kerzen, Adventskerzen und Nordmann-Tanne für diesen Adventskranz. Und den Rest nehmen wir jedes Jahr. Ich zeige euch das, wie ich das mache. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Die Haken bringt der Bernd auch noch mit von Thomas Philipps. So. Dann konnte ich nicht widerstehen. Ich hole mir ja jedes Jahr eigentlich besonderen Weihnachtsbaumschmuck. Und das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht, weil ich nicht so in Weihnachtsstimmung war. Aber jetzt habe ich mir wieder schön Schmuck geholt, was auch ein bisschen zu uns passt. Als Veggie eine Wassermelone. Also unser Weihnachtsbaum, der ist mega kitschig, ne? Das sage ich euch jetzt schon. Der ist total bunt. Also ich habe von meiner Mama noch Schmuck. Auch so Glasschmuck, das ist auch Glas. Und alles gemischt, hauptsächlich Rot-Gold, aber halt auch sowas hier wie so eine Ananas. Ja, ich konnte nicht Nein sagen. Und jetzt wird es mega kitschig. Solche Törtchen habe ich 2 Stück genommen, in Rosa und in Türkis. Und auch nochmal in Eis, auch in Rosa und Türkis. Fand ich auch total cool. So, jetzt war der Akku leer. Dann habe ich diese Glocken geholt. Die sind in matt und in glänzend und ich würde sagen in so einem Rosé-Ton. Die haben 1,99 € gekostet und die gab es, erst hatte ich diese kleinen Glocken. Die waren so ganz mini im Einkaufswagen für 99 Cent. Und dann habe ich die gesehen und dann habe ich gedacht, ja, gedacht und deswegen mussten die auch mit. Ach, Smurfy. Was hat die Mutti hier gemacht? Habe ich so gemacht? Oh, muss ja auch eine haben, ne? Ja, ich weiß. Ja, dann haben wir diese Saugnäpfe geholt. Wir hatten 5 Pakete, je 15 Stück mitgenommen. Für hier zu Hause und auch für den Laden. Und ich wollte die erst testen, habe gesagt, komm, ich nehme erstmal nur 2 Pakete, also 30 Stück. Und dann sind die echt super. Also ich hatte das extra getestet. Ich hatte die ganze Nacht die Lichterkette da dran an einem Saugnapf und hat gehalten. Und deswegen muss der Bernd davon morgen auch noch welche holen, weil die echt super halten. Ich habe sonst mit Tesafilm ans Fenster geklebt. Aber das ist ja voll die Sauerei und die kann ich euch echt empfehlen. 15 Stück für 99 Cent. Engelshaar habe ich mir geholt, oder uns, für den Adventskranz. Ich finde das mega schön. Oh, meine Mama hat mir immer die Geschichte erzählt, als sie Kind war. Da war das was ganz Besonderes und die waren ganz, ganz teuer früher. Und gab es auch wohl ganz selten, ich weiß es nicht. Und deswegen mussten sie damit immer ganz sparsam sein, hat meine Mama mir erzählt. Und das haben die jedes Jahr wieder verwendet. Und heute, wo wir ja so im Überfluss und Luxus leben, kann man sich einfach mal noch eine Packung Engelshaar gönnen. Bernd hat sich auch was geholt. Bernd ist ja Dortmund-Fußball-Fan. Und deswegen gab es schwarz-gelbe Kugeln für den Weihnachtsbaum. Wir werden dieses Jahr sehr viel Christbaumschmuck brauchen, denn der wird in der Mitte vom Raum stehen. Das heißt, wir werden den von allen Seiten sehen und deswegen brauchen wir echt noch Christbaumschmuck, weil sonst habe ich halt, ja, wie viele von euch wahrscheinlich auch, nur so die Seite hauptsächlich geschmückt, die man sieht. Aber wenn der halt von allen Seiten angeschaut wird, dann braucht man schon eine Menge. Dieses Jahr wird das Weihnachtsfest bei uns ausgerichtet und das ist ja jetzt zu Corona-Zeiten, waren wir uns erst nicht so sicher, ob das überhaupt jetzt möglich ist und so. Natürlich gibt es die Empfehlung, nicht viele Menschen zu treffen und alleine zu Hause zu bleiben. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Wir werden Gäste haben. Und deswegen haben wir uns Weihnachtsservietten geholt, dass wenn wir hier essen, Servietten haben. So, jetzt kommt der nicht mehr so weihnachtliche Teil. Ich habe auch noch einmal Servietten geholt, die zu uns passen. Hier, I love Veggies Servietten. Einfach weil wir jetzt hier so viel Platz haben und bestimmt ganz oft Besuch haben werden und dann brauchen wir mal Servietten. Dann habe ich noch was geholt, was auch nichts mit Weihnachten zu tun hat. Und zwar sind das so Schubladengriffe.
Ich habe vor kurzem eine Kommode abgeschliffen, so eine ganz alte. Und die steht jetzt oben bei uns im Schlafzimmer und da brauchte ich noch Griffe für. Und ich hatte bei Amazon damals geguckt und hat ein so ein Knauf 4-5 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, nur für Griffe. Und die haben jetzt ein Paket, hat 1,99 Euro gekostet. Und deswegen Schubladenknauf, Knaufe, Knäufe. Bernd hat sich einmal Schrauben und Dübelsortiment mitgenommen. Da wir hier noch sehr viel zu tun haben im Haus, kann man davon nie genug haben. Smurfy hat auch was bekommen. Wir haben immer den Kong. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt so ein Spielzeug für Hunde, wo man Essen reinmachen kann. Und damit spielt er schon seit über einem Jahr. Und das ist auch super toll. Ich zeige euch den mal. Das ist halt so, ne? Da schmieren wir Leberwurst rein und frieren das ein manchmal noch mit der Leberwurst oder ein Stück Käse oder Ei, sowas machen wir halt da rein und dann muss er sich das da rausfischen. Das ist super toll, der liebt das. Natürlich, er liebt alles, was mit Essen zu tun hat. Und jetzt haben wir das geholt noch. Das ist ja auch sowas, wo man so Essen reinmachen kann. Und das hat nur 99 Cent gekostet. Das wollten wir mal ausprobieren. Also Smurfy hat auch was bekommen. Und so ein Spieleigel hat Smurfy auch noch bekommen, so ein Quietschi. Damit spielt er auch schon seit gestern sehr intensiv. Ja, dann hatten wir noch diese ganze Schokolade, was ich euch ja gestern schon im Korb gezeigt habe, was der Bernd mitgenommen hat zum Laden für unsere Kunden. Das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, ne? Dass wir dieses Jahr leider kein Spritzgebäck backen dürfen für die Kunden. Und auch Schneespray hat er mitgenommen und diese Schablonen dafür. Er möchte das auch am Laden machen. Oder Calvino wird das wahrscheinlich dran machen, weil Kinder da den meisten Spaß dran haben. Ja, und das war alles, was wir bei Thomas Philips bis jetzt gekauft haben. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis spätestens Sonntag, wenn wir unser Haus weihnachtlich dekorieren und euch mitnehmen. Vielen Dank. Tschüss.